gut, die Bilder am Anfang waren auch gut. Da bist du schon wieder ein bisschen lockerer gewesen. Da bin ich mutiger, ja. Da, so langsam geht's ab Video 3. Das war das zweite Video, was wir gemacht haben. Das war das Auffüllen von den... Zweite oder das dritte jetzt? Das war das zweite. Das erste Video haben wir in zwei Teile aufgeteilt und das zweite Video haben wir auch in zwei Teile aufgeteilt. Da stehen die Haare aber auch gut, ne? Leck mich auch mal. Ja, noch mal ein Frühjahr vorher. Oh! Ja, ach du Mann. Ich glaube, die sind 4 Wochen alt. Die sind länger. Ja, meinst du? 4 Wochen. Gott, das sieht ja grauenhaft aus. Das Handtuch im Hintergrund. Aber da haben wir den Tisch schon umgestellt ein bisschen, ne? Und du bist auch nicht mehr im Bild. Ja, ab dann war es aus mit mir. Wolltest du mich nicht mehr haben. Ich hab gesagt, du guckst immer doof, also hab ich es rausgenommen. Wie langsam du da sprichst. Krass, ne? Aber ich schnief auch immer. Ich schnief irgendwie immer, ne? So ein Tick von mir. Ach genau, das war das mein Kopf. Da war ich ganz kreativ. Ich hab auf Verdacht. Hygiene interessiert anscheinend die meisten nicht. Und dabei ist das Intro so niedlich. Ja, voll. Das war, glaube ich, noch mit der Teufel. Wir machen es ganz schnell und schmerzlos. Wir müssen doch hin. Da war es aber echt kreativ, ne? Da war ich mal so richtig fertig. Extra für so ein langweiliges Thema und dann guckt sich das keiner an. Das ist auch ein bisschen traurig. Ne? Ich glaube, ich habe noch eine Fliege totgeschlagen. Und diese Ausdrücke. Winter war ich auch nicht gut drauf. Weiß ich auch nicht. Da war ich irgendwie. Oh, das ist schon ein neues Intro. Da merkt man schon, dass ich ein bisschen mehr Bums reinbringen wollte. Hast du auch noch für die Fragen gestellt? Boah, ich leier aber auch beim Sprechen, ne? Hast du nicht auch noch einen getrunken vorher? Du? Ja, da auf jeden Fall mal reinschauen, da ist wirklich sehr viel, viele Fragen immer noch, ja, machst du noch Nägel, tralala, wo ist dein Studio? Das wird alles da drin beantwortet, also gerne mal reinschauen. Da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Wir gucken uns jetzt mal die allerersten Aufnahmen an. Viel Spaß. Das ist dann reingekommen. Ja, mach ich nochmal? Hi, ich bin Chris und ich zeige euch, wie man richtig nagelt. Viel Spaß. Ja, das war jetzt ein bisschen verzögert. Hi, ich bin Chris und ich zeige euch, wie man richtig nagelt. Viel Spaß. Kein Wunder, dass du keinen Bock mehr hattest. Ja. Du hast immer gesagt, mach noch einen. Naja, ich kann dir auch sagen, warum. Damit du nachher die Auswahl hast und dann dir das Beste raussuchen kannst. Boah, das war eine Aktion. Wir haben da 2-3 Stunden gestanden und dieses Anfang-Ding da durchgekaut, ne? Warte mal, gehen wir weiter. Ach, guck mal, da liest du dir noch den Text durch. Ja, ich hatte noch einen Text geschrieben, genau. Ganz wichtig, ey. Deshalb hat es auch nicht funktioniert, weil ich einen Text geschrieben hatte. Ja, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Die ersten paar Versuche. Dann hat sich es relativ schnell eingespielt eigentlich. Ne? So nach den ersten. Ja, fand ich auch. Das Hygienevideo war, glaube ich, schon ganz okay. Und ja, dann wurde es langsam so ein bisschen lockerer. Und ich muss immer noch viel dazu lernen, was das angeht, aber das kommt alles mit der Zeit. Ja, das war das erste Video, aber wo wollen wir eigentlich mit dem Kanal noch hin? Der Kanal soll auf jeden Fall weiter wachsen, die Community soll noch ein bisschen weiter wachsen. Ganz nach oben, würde ich sagen. Ja, ganz nach oben, bis zur Weltherrschaft. nach dem ersten Video kamen dann auch noch mehrere Videos natürlich und dann kamen auch so langsam die ersten Firmen auf mich zu. Kannst du mal das vorstellen, Ich glaube, so ab den 1000 Abonnenten kamen die ersten Firmen da auf mich zu. Und ich glaube, das war Anfang diesen Jahres. Anfang diesen Jahres, kurz vor Dänemark. Das kann sein, ja. Kurz vor Dänemark. Da hast du dir einen Schnitzel gefroren. Ja, das war auf jeden Fall. Ja. Also erst die erste Firma, die auf mich zukam, war. LCN, glaube ich. LCN waren die ersten, die haben 100 Jahre gebraucht.
Ja, nicht welches Video, sondern die Firma, die als erstes auf dich zugekommen ist. Ja, die erste Firma war Neonail, da ist aber nie was draus geworden. Die ist auf dich zugegangen? Nee, auf die bist du zugegangen. Nee, die ist auf mich zugegangen. Echt? Ja. Die haben mich angeschrieben, da ist aber nie was draus geworden. Es ist übrigens auch sehr schwierig, mit solchen Firmen zu verhandeln. Ne? Also ich habe immer gesagt, ja, gib mir doch mal was zum Verlosen, damit ich meinen Abonnenten was zurückgeben kann. Die wenigsten lassen sich wirklich darauf ein. Also da muss ich auch sagen, es ist, also die verdienen so viel Asche und können doch nicht mal so ein kleines Gimmick rausgeben, was man mal raushauen kann an euch. Also, wobei es wird ja jetzt in letzter Zeit wieder besser. Es wird besser, aber ich versuche immer wieder, wenn so eine Firma kommt, auch wirklich was für euch mit dabei zu haben, damit ihr auch was gewinnen könnt und ja, damit wir alle was davon haben quasi. Ja, die erste Firma weiß ich jetzt gar nicht, die wir verwurstet haben. Das hast du da ja auch nie mit reingeschrieben. Das war das Neonail? War das Fingerspitzengefühl auch? Nee, die erste Firma war die Nail Art Box. Nein. Nahgeschickt die Nail Art Box. Das war die erste Firma, die auch Produkte rausgegeben hat an mich. Und auch das erste Gewinnspiel. Ja, vielen Dank dafür nochmal. Generell vielen Dank an alle Firmen, dass ihr mir da euer Zeug zur Verfügung stellt und dass der Kanal dadurch auch natürlich wachsen kann, weil ich könnte mir das jetzt mal so zwischendurch nicht mal eben kaufen. Also es sind Produkte, die schon einfach helfen, die zum einen zum Vorstellen da sind, damit ihr auch mal was anderes seht an Produkten. Die auch einfach die Auswahl geben. Ja. Dann kannst du mal das benutzen, Richtig. Ich freue mich, weil ich lustige Farben auf den Nägeln habe. Die meisten nutzt sie gar nicht, weil sie nicht entscheiden kann. Manchmal bin ich schon mutig. Muss man schon sagen. Mit dem Orange. Das Orange, das war schon... Das war schon mutig. Und guck mal, das mit dem Rosa und mit dem Türkis. Das ist eher die natürliche. Früher hattest du, wo du bei mir im Studio warst, hattest du immer Naturfrench, glaube ich. Ne? Also Franzi war früher eine Kundin von mir. Sie hat fürs Nageln bezahlt. Und dann, ja. Und dann nicht mehr. Wenn ihr versteht, was ich mache. Das hat dich jetzt aus dem Konzept gebracht, ne? Ein bisschen, ja. Du wolltest immer grün drauf haben früher, glaube ich. Und du hattest nie grün. Nee, wollte ich nicht. Und du hast auch nie grün für mich bestellt. Nee. Niemals nie. Nee. Ich habe jedes Mal nachgefragt. Ich glaube, irgendwann hast du selber was mitgebracht, oder? Ich bin doch nicht selber gehen mit, woher denn? Also irgendwann hatte ich grün auf jeden Fall. Total das hässliche Grün, ich weiß nicht. Ich glaube, das wollte ich auch gar nicht haben. Sonst, doch, du hast es draufgenommen. Wahrscheinlich, weil ich es extra für dich zusammengemischt habe. Das kann sein. Du warst voll das hässliche Grasgrün. Du wolltest ein saftiges Grasgrün oder irgendwie sowas. Na, als Fremd. Alter Schwede. Ja, aber sonst hatte ich, und sonst wollte ich immer irgendwie. Ja, sonst hatte ich nicht großartig was, ne? Nee. Milchig finde ich immer gut. Du hast mal einen Stempel auf dem Ringfinger hatte immer, aber das war. Oh. Zu Weihnachten, ja, stimmt. Das war so ein. Ja, so eine Schneeflocke. So ein, oder? Ja, ja, genau. Ja. Irgendwie sowas. Aber jetzt sonst nichts Wildes, ne? Nö. Fand ich auch nicht schlimm, weil ich bin jetzt nicht der Fan davon. 3 Stunden lang Muster zu malen. Für euch mache ich das natürlich gerne mal zwischendurch. Um euch das zu zeigen, wie das funktioniert. Das macht auch zwischendurch Spaß, aber wenn du wirklich 10 Kunden am Tag hast und denen allen irgendwas draufmalen musst, dann kriegst du irgendwann einen an der Kirsche. Ja. Ich doch eine einfache Kundin. Du warst eine einfache Kundin, ja, deshalb habe ich dich ausgewählt. Letztens hast du noch gesagt, ich bin keine einfache Kundin. Ja, weil du dich nicht entscheiden kannst, aber ansonsten bist du ja. Ja, weil wir ja jetzt so viel Auswahl an Farben haben. Ich sehe gerade, Airbrush hat voll wenig Aufrufe. Warum eigentlich? Das muss man mal ändern, ne? Also da muss man noch ein bisschen was gehen. Interessiert sich keiner für Airbrush oder ist das selbstverständlich? Warte mal, das erste. Paint Day. One Stroke und Rot und Weiß. Ich glaube, was gut ankam vom Paint Day war. Der Rudolf. Ja, genau, Rudolf. Rudolf war auch geil. Ich fand Rudolf super. Da ist Rudolf. Aber auch nur 759. Oh, Rudolf muss man auch mal. Ich packe mal den Link hier unten rein, dann könnt ihr nochmal euch Rudolf angucken. Rudolf könnt ihr schon mal üben für Weihnachten. Richtig, da könnt ihr jetzt schon mal anfangen, dann habt ihr zu Weihnachten es drauf auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, da kamen die ersten Firmen so langsam, die haben dann Produkte geschickt. Manchmal auch bei Fingerspitzen vielleicht manchmal Produkte bekommen, da wusste ich gar nicht, dass ich immer was haben wollte. Vor allem die Nicole wusste, dass. Die Chefin von Fingerspitzengefühl wusste, dass mein French Naturwald leer ist.
woher auch immer. Und dann hat sie mir ein neues geschickt, ohne dass ich was gesagt habe. Also das war ein bisschen Telepathie. Und da waren noch mal Gummibärchen dabei? Da waren nicht immer. Einmal nicht? Einmal nicht, da hatte sie Stress. Da waren keine Gummibärchen dabei. Da hast du da die ganze Kiste ausgeräumt? Da war ich auch ein bisschen traurig. Also. Ah ja, bei Instagram habe ich das dann Unboxing-mäßig gemacht. Ja. Ja. Also auf jeden Fall auch nochmal bei Instagram reinschauen. Da waren keine. Apropos Instagram, wollt ihr eigentlich mehr Storys sehen? Franzi sagt immer, ich soll Storys machen. Aber ich habe immer das Gefühl, euch interessiert das irgendwie nicht, wie so mein Tagesablauf ist und so, weil das ist eigentlich immer dasselbe. Aber ich mache es natürlich gerne, wenn ihr jetzt gerne mal, was muss man nehmen für ein Hashtag? Story, Insta-Story. Insta-Story unten reinhauen, dann mache ich gerne mehr Stories auf Instagram. Ja, das mal dazu. Aber man muss es ja mal fragen und ob es euch überhaupt interessiert. Ja, wie gesagt, erste Firmen kamen dann auf mich zu, Geschenke kamen dann auch so langsam, also zum Verlosen, die Sachen kamen dann so langsam. Ja, ihr habt euch da auch sehr drüber gefreut, vor allem über Fingerspitzengefühl, Farbgelbox. Also da habt ihr wirklich, ich glaube, 300 oder 400 Kommentare waren unten drunter, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Also es ging richtig gut ab. Da waren auch gute Farben dabei. Ja, also die Qualität ist ja auch knallig, gut, ja. Aber also, schöne Farben. Richtig. Also da versuche ich wirklich für euch auf jeden Fall noch mehr rauszuhauen bei den nächsten Firmen. Und ja, das wird auf jeden Fall alles noch ein bisschen weiter wachsen. Umso mehr Firmen kommen, umso mehr Abonnenten da sind, umso mehr kann ich euch natürlich zurückgeben. Ja, das wird dann so weiterlaufen. Ja, wo wollen wir hin mit dem Kanal? Der Kanal soll auf jeden Fall, wie gesagt, weiter wachsen. Und es kommen auf jeden Fall in diesem Jahr noch spannende Themen. In Planung ist schon mal Starter-Set ab 50 Euro ist mit dabei und was war noch hier? Stamping habt ihr auch lange drauf gewartet, das kommt jetzt auch mit. Da habe ich eine Firma gefunden, die mir das Zeug zur Verfügung stellt. Ja, dies und vieles mehr wird auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen, also seid gespannt. Immer schön abonnieren und das Glöckchen anklicken, dann seid ihr immer am laufenden Band versorgt. Am laufenden Band? Ich wollte irgendwie was anderes sagen, keine Ahnung. Auf dem Laufenden? Auf dem Laufenden, wollte ich sagen. Ja. Ich finde eigentlich auch lustig, wie sich das grundsätzlich so entwickelt hat, ne? Von so grundlegenden Sachen hin zu dem Batman-Nagel oder dem Unicorn-Nagel. Ja, genau. Ich glaube, das waren auch Sachen, waren wo man am Anfang überhaupt gar nicht drüber nachgedacht hat. Das waren so spontane Ideen. Ja. Ich glaube, das war sogar eine Idee von dir, ne? Diese Special-Formen zu machen. Da habe ich mal wieder einen meiner Heldenmomente. Das soll auch mal sein. Ja, das entwickelt sich halt, ne? Und ihr feiert das ja auch so ein bisschen, diese Special-Nägel und Special-Projects. Finde ich auch ganz witzig, ich lerne dadurch viel, ich habe generell viel gelernt mit dem Kanal, was in alle Richtungen, was Kameraschnitt nicht nur angeht, sondern auch was Nägel angeht. Also ich habe solche Sachen halt im Studio nie gemacht, aber das höchste der Gefühle vielleicht mal ein Stiletto mit einem Airbrush und ein bisschen Glitzer. Mehr war das dann auch nicht und ja, wie gesagt, das wächst halt alles so schön. Ne? Also, ja, Ich finde die Entwicklung sehr gut. Am Anfang habe ich mir immer gedacht, machst du da weiter, hörst du auf damit? Aber also ich hatte wirklich Momente, wo ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich höre auf, ich mache das nicht mehr. Ist zu viel Arbeit für nichts. Ist zu viel Arbeit für nichts, genau. Aber dann habe ich wieder die Kommentare gelesen, ihr habt das wieder gefeiert und geile Kommentare drunter geschrieben und gesagt, ja, super, ich habe gelernt dadurch, wie ich das richtig machen soll, du erklärst das super, du machst das immer so schön, die Kamerafahrten sind super und alles. Das hat mich immer sehr motiviert, immer weiterzumachen und ja, deshalb sind wir jetzt bei einem kompletten Jahr, sogar drüber schon. Und das soll auch noch so weitergehen. Ja, auf jeden Fall sehr vielen Dank für die vielen Abonnenten. Über 5000 sind es jetzt gerade. Vielen Dank für die geilen Kommentare. Ohne euch würde es den Kanal schon lange nicht mehr geben.
Vielen Dank an Franzi nochmal, dass sie ihre Nägel opfert. Gerne. ja. Vielen Dank an alle Firmen, vor allem Nagelstick, vielen Dank, Creative Arts, vielen Dank, LCN, vielen Dank, Fingerspitzengefühl, ganz oben, sehr, 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 sehr vielen Dank. Ihr habt mich wirklich großartig unterstützt. Und ja, das reicht jetzt auch schon mit den Danksagungen. Vielen Dank an meine Kollegen, die mich auch unterstützen. Vielen Dank übrigens auch an die. Vielen Dank. Die Hälfte der Ausrüstung, die ihr auf meiner Internetseite seht, gehört gar nicht mir, sondern die leihe ich mir immer aus. Genau, die Scheinwerfer zum Beispiel und eine Kamera, die leihe ich mir immer aus. Und alle 3-4 Wochen machen wir dann so ein Wochenende, wo wir wirklich so 4-5 Videos drehen. Und diese Ausrüstung leihe ich mir immer aus. Ich sage jetzt nicht von wem. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Wir wissen schon, wer es eher gemeint ist. Genau, ihr wisst schon, wer gemeint ist. Oder die wissen es auf jeden Fall. Und vielen Dank dafür. Ohne euch würde es den Kanal so auch nicht geben. Bis ich mir diese Ausrüstung kaufen kann, da wird es auch noch ein bisschen dauern. Da spare ich gerade drauf. Das ist ja professionelle Ausrüstung, ne? Das kostet ja halt ein bisschen was. Und wenn ich die nicht hätte, dann wären die Videos nicht ausgeleuchtet. Ihr hättet nur eine Kamera und das wäre, ja. Den Kanal macht es ja auch so ein bisschen aus, dass das ein bisschen netter alles gemacht ist. Oder? Ja. Ja. Da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage das einfach mal so. Möchtest du noch wen danken? Ich danke meiner Mutti. Dann könnt ihr ja mal ein Schminktutorial machen. Was haltet ihr denn davon? Da ist das Opfer. Gerne mal Schminktutorial in die Kommentare. Und du schminkst mich, oder was? Richtig. Ja, sieht mit Sicherheit besser aus als bei mir jetzt. Du bist künstlerisch mehr begabt. Ja, kann ja nicht so schwer sein, so ein bisschen ausmalen. Ausmalen vor allem. Grundieren. Ausmalen vor allem. Grundieren, spachteln, schleifen. Die Nägel machen fast. Bisschen Farbe drauf. Ja. Wo haben wir stehen geblieben? Ach, bei den Danksagungen. Ne, bei der Ausrüstung. Dem lieben Gott. Ausrüstung, aber wie gesagt, die werde ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal kaufen. Dann muss ich das Zeug mir nicht immer ausleihen, aber... Kühlschrank kommt auch mit Sicherheit als nächstes. Ey, ein Kühlschrank. Ich brauche unbedingt so einen kleinen Mini-Kühlschrank für meinen... Studio da oben, ey, das Zeug leuchtet mir so weg. 100 Grad? Bei 40 Grad da oben. Also Ventilator haben schon viele geschrieben, wieso hast du keinen Ventilator? Ich habe einen Ventilator, also wir haben einen Ventilator, aber wenn ich den anmache, hört er mich nicht mehr, aber das Mikro dann, also das Windgeräusch und so und deshalb. Und der ist so alt, der quietscht? Der quietscht. Also du hast jetzt vom Ventilator gehört. Du quietscht auch manchmal. Toll. Ja. Ja. Danksagung abgehakt. Vielen Dank an euch nochmal. Ich freue mich, dass ihr das Ganze feiert und dass wir uns auch weiterhin in Zukunft so gerne und oft sehen. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Likes, auf eure Abonnements. Ja, bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Oder ja. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Nö. Tschüsschen. Tschüss. Machen wir so. Okay.